einige Erfolge hat hervorzuweisen, sogar ganz schön viele, wenn man die hintereinander wegerzählen wollte. Dann haben wir nicht mehr viel Kampfzeit über. Einfach deutscher Meister hat hier den Pokal geholt. Klasse Boxer. Und es gab immer wieder, oder gibt immer wieder so Namen, die man immer wieder hört, wenn man mit Boxfreunden spricht, wer denn mal ein Talent sein könnte, auch in Zukunft. Da werden häufig die gleichen Namen immer gesagt. Ich habe ihn mal gesehen, den sollte man im Auge behalten. Und der Name Jiderim war da sehr oft mit dabei. Das ist die Schnelligkeit, die man hier schon sehen kann, die natürlich eine große Rolle spielt. Gegner Sandro Hernandez aus Valencia in Spanien, 31 Jahre alt, 61,1 Kilogramm schwer, das war beim Wiegen. Gestern hat 15 Mal gewonnen, hat 21 Mal verloren. Schon einer, oh ja, wo man aufpassen muss, die rechte kam gut durch und die war ordentlich im Ziel. Also schön gleich in der ersten Runde mal so wegruft, dass man natürlich aufpassen muss, dass man keine Sekunde unachtsam sein darf. Das hört man ja immer wieder, das ist so ein klassische Boxer mit Zaffer und ganz oft hat man den Eindruck, dass es eher so eine Art Kalenderspruch ist. Rede drüber, aber weiß nicht ganz genau, ob das wirklich so stimmt. Aber hier hat man es gesehen, das sind die Momente, die damit gemeint sind, wenn die Rechte da auf einmal durchkommt. Bis hierhin alles richtig gemacht und auf einmal hat er die Rechte auf jeden Fall gespürt. Er ist also gewarnt, weiß, der Gegner wird das natürlich weiter probieren. Aber die Schnelligkeit von Murat Yildirim hat die erste Runde dominiert. Schnelligkeit mit den Einzelhänden ist die eine Sache. Die Kombination dann ebenfalls so durchzubringen, nochmal eine besondere Sache. Oben drauf. Auf dem Bein gehalten, aber einmal kurz weggeknickt, also das kann man schlecht wegdiskutieren, aber er selber weiß natürlich, wie er sich gefühlt hat, beziehungsweise wie er da stand, manchmal das ist ein bisschen weich und man ist trotzdem recht schnell wieder klar. Aber wenn man ein perfektes Profi-Debüt hinlegen will, ist das natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man sich so viel vorgenommen hat. Und da muss man dennoch versuchen, auch weiterhin konzentriert weiterzumachen. Und es Alexander Pluhmann sagt, viel Kommandos, bis dann mal Herr Hernandez auch wirklich zuhört. Und deswegen wird es ein bisschen energischer. Stopp heißt Stopp.
Deckung. Deckung, Mann. Oh mein Gott. Schön. Links, rechts. Live in Berlin, guys. Und da kann die geraden Hände und da kann ich so ein bisschen von der Seite reinkippen. Und da also auch variieren, um in die Deckung herumzukommen. Spanien gegen Deutschland. Ich wegdrehen, ich will die eigene Achse drehen, im Boxring. Nicht so gerne sehen. Oh. Die rechte. Oh mein Gott. Guter Kampf. Murat Yildirim. Willkommen, der ehemalige WBO und IBF Weltmeister im Mittel- und Supermittelgewicht, Arthur Abraham. Das war der Treffer, auf den er lange gewartet hat. Diese Rechte sollte durchkommen. Eine Maske, der eine trägt sie, der andere ist sie weg. Und der nächste hat die dann gehalten. Mir gefällt das gut, da viel zum Körper zu gehen, da hinterher zu arbeiten, den Kopf nicht zu vergessen und dennoch immer Tempo zu machen. Nur noch im Rückwärtsgang. Und dann der Versuch, wie kann ich das schaffen, Yildirim mal zu stellen. Also mal so eine Art Entlastungsangriff zu starten. Das ist nicht ganz einfach, wird immer getroffen. Kann es kaum erwarten, mal wieder die Anforderungsrufe zu hören. Das war im Grunde das, was alle Boxer hier gesagt haben. Man hat sich diesen Traum in gewisser Weise hier gerade schon erfüllt. Und es läuft gut nach diesem einen Treffer in der ersten Runde, den er überraschenderweise kassiert hat. Der nicht schlimm war, aber der vielleicht ein bisschen geärgert hat. Seitdem und dann auch davor hat er alles im Griff. Variiert. Tolle Führhand.
Richtig gut, sagt der Trainer. Und das ist schon mal schön. Wenn man den Trainer zufriedenstellen kann, dann ist das doch die halbe Miete. Guter Treffer. Er hat ihn richtig gut unter Kontrolle. Second out, Ring 2, Runde 4. Round 4. Vierte Runde, sechs Runden sind angesetzt für die Bühne. Meistens oft, fast immer auf die vier Runden Distanz angesetzt. Aber natürlich kann man sich das zutrauen und sagen, ich mache ein bisschen mehr. Aber diese vier Runden Distanz überspringen, wenn die Kondition passt, warum nicht? Immer wieder gut. Und der marschiert und marschiert und marschiert. Zu viel hält und zu viel klammert, sondern irgendwie zu wenig boxt. Und er kriegt aber die Hoffnung auf einen Punktsieg, da war ich mir relativ sicher, da bin ich mir relativ sicher, wird er nicht gehabt haben. Dafür ist er zu weit weg von der Musik. Über die Zeit kommen, das könnte noch so ein Ziel sein, das mag auch gelingen, eine Runde gewinnen, ja, das wäre schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Kann man auch noch ein bisschen und hofft, dass es der Referee nicht sieht oder sich denkt, naja, komm, jetzt lass ich noch ein bisschen laufen, bevor ich ihm den nächsten Punkt abziehe. Zuversichtlicher Gesichtsausdruck, den mache ich noch, ich schaffe das noch, also zumindest erstmal auch weiter zu machen. Das war schön. Also von der Perspektive mindestens genauso schön. Wieder die Rechte.
So. Es hat sich angedeutet und er hat es möglich gemacht, das dann umzusetzen. Er hat nicht aufgehört, druckvoll hinterher zu gehen und weiterhin die Treffer ins Ziel zu bringen. Wusste nicht mehr, was er machen soll. Bisschen sauer jetzt sogar, der Herr Hernandez. Aber es war eine richtige Entscheidung, eine gute Entscheidung und ein guter Einstieg mit vielen, vielen guten Momenten. Faire und respektvolle Geste, was willst du mehr? Sandro Hernandez beschwert sich zumindest ein bisschen, aber es gehört ja fast zum guten Ton dazu, damit niemand denkt, der war wirklich so mitgenommen. Da kann man immer die Geschichte erzählen. Eigentlich war ich kurz davor, das Ding hier noch zu drehen. Mariana Ecke, der Sieg noch nicht wirklich vom Ringsprecher verkündet, aber man weiß, in dieser Phase, wenn man dann mit dem Boxer spricht, da durchaus einiges hängen bleibt. Sofort die Manöverkritik danach. Das offizielle Urteil hier im Tempodrom in Berlin. Wir haben einen Sieger durch technischen K.O. We got a winner by TKO in round number 5. All the way from Berlin aus Berlin. Murat Yilmaz. Vollständiger Sieg im Profidebüt. Das ist das, was jeder Boxer, glaube ich, gerne mitnimmt und im Vorfeld auch sagen würde. Das ist das, was ich mir da vorgenommen habe. Er hat es auch umsetzen können. Klasse Boxer. Tschak. Wir besprechen die aktuellsten Themen der Fußball.